Ich darf begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Brückentag des VfL Osnabrück gegen Viktoria Berlin. Hier vorne auf dem Podium begrüße ich Farah Toku und unseren Cheftrainer Daniel Scherning. Natürlich hat auch heute der Gast das erste Wort. Herr Toku, bitteschön. Ja, zunächst einmal Glückwunsch an Osnabrück und Daniel, an die Mannschaft. Ich glaube, über 90 Minuten haben wir ein gutes Spiel abgeliefert. Osnabrück gerade auch in der ersten Halbzeit nicht viele Räume zugelassen, beziehungsweise die Räume eng gemacht, dass wir das Spiel den Osnabrückern überlassen. Das war uns bewusst, das wollten wir auch so. Ging dann eigentlich mit 0-1 nach hinten los, aber obwohl wir da eine gute Chance hatten vorne und die nicht zu Ende spielen, haben wir dann eigentlich im Umschaltspiel ein Tor kassiert. Haben uns dann in der Halbzeit gesagt, dass wir drei Ziele haben. Einmal, dass wir lange das Spiel offen halten wollen. Zweitens, dass wir noch Zielstreber Richtung Tor gehen und dass wir auf unsere Momente warten. Ich glaube, das haben wir in der zweiten Halbzeit sehr gut gelöst. Ich glaube, das 1-1, klar, war dann auch irgendwo aus moralischer Sicht und kämpferischer Sicht aus meiner Mannschaft auch verdient, wobei Osnabrück auch sehr viele Spielvorteile hatte. Dann haben wir aber relativ schnell das 2-1 gekriegt, wo wir da auch nicht geordnet stehen, beziehungsweise einen Ballverlust im Mittelfeld hatten, was dann natürlich auch ärgerlich war, um dann die letzte Kraft nochmal zu ziehen. War halt dann schwierig für meine Jungs und bekommen dann noch das 3-1. Dann war das Spiel auch gelaufen. Trotzdem muss ich ein Riesenlob an meine Mannschaft aussprechen, die das Spiel hier lange offen gehalten hat. Leider haben sie sich nicht belohnt und fahren dann auch leider mit leeren oder mit keine Punkte nach Hause. Nichtsdestotrotz gibt die Leistung Mut auch für die kommende Woche und ich bin froh, dass ich endlich mal eine normale Trainingswoche habe und die englischen Wochen vorbei sind, sodass die Jungs auch einmal durchpusten können und wir vernünftig trainieren können und so uns dann auch auf das Pokalspiel bzw. auch auf Magdeburg dann auch gut vorbereiten. Daniel und den Osnabrückern weiterhin alles Gute und wir sehen uns bestimmt wieder. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Toku, für Ihr Statement. Daniel, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, erstmal danke für die Glückwünsche. Ich glaube, dass wir über 90 Minuten völlig verdient gewonnen haben. In der ersten Halbzeit versucht, viel tief in unser Spiel zu bekommen, haben das auch immer wieder gerade über unsere rechte Seite, glaube ich, relativ zügig geschafft, sind dadurch auch relativ häufig in den Rücken der Fünferkette beim Gegner gekommen. Und dann, ja, daraus sind dann schon viele, viele Situationen im letzten Drittel entstanden, wo uns so ein bisschen der entscheidende Moment vielleicht noch gefehlt hat. Das haben wir dann in dieser Umschaltsituation Mitte der ersten Halbzeit oder 30 Minute war es, glaube ich, geschafft, wo wir dann auch kurz tiefer attackieren über Heidi, dadurch die drei aus dem Zentrum so ein bisschen rausziehen, ins Laufduell kriegen und dann wieder in den Rückraum spielen. Das war ein Ansatz, weil wir wussten, dass wir dort wahrscheinlich Räume kriegen, die wir bespielen wollen. Und dann hat Lukas wieder mal einen sehr guten Abschluss aus dem Rückraum. Ich glaube, es ist Hand, wenn er nicht reingeht, gibt es Elfmeter, so hat es mir der Schiedsrichter dann gesagt. Und ja, dann gehst du, glaube ich, völlig verdient hier 1-0 in Führung. Wir haben auch in der Halbzeit gesagt, dass wir natürlich sehr, sehr wach sein müssen bei unserem eigenen Ballbesitzspiel. Wir hatten sehr, sehr viel Ballbesitz und mussten eine gute Konterabsicherung haben, was wir dann in der zweiten Halbzeit beim Gegentor nicht hatten. Ne? Das ist ein sehr hoher Ballverlust von uns, der A, so nicht passieren darf und B, müssen wir das Ding dann auch konsequenter, glaube ich, gegen Benjamina verteidigen, der aus sehr spitzen Winkel dann abschließt. Und dann, glaube ich, haben viele im Stadion gedacht, dass wir nicht zurückkommen. Und das haben wir heute geschafft. Und deswegen bin ich stolz auf meine Mannschaft. Wir haben weitergemacht. Wir sind ruhig geblieben. Wir haben über die Wechsel auch nochmal, glaube ich, den einen oder anderen Impuls setzen können. Haben dann wieder ein tolles Tor geschossen zum 2-1, wo wir auch wieder über die Halbspur Tiefgang haben und dann den Ball wieder zurück auf Aaron passen und er dann auch endlich mal eine seiner Möglichkeiten zu Ende durchbringt. Freut mich für ihn. Und dann mit dem dritten über eine Standardsituation Deckel drauf gemacht zu haben, war wichtig, weil wir es dann natürlich hinten raus auch die letzten 5-7 Minuten nochmal runterspielen konnten, wussten, dass der Gegner auch intensive Wochen in den Beinen hat und dementsprechend sind wir froh, dass wir das Ding gezogen haben und froh, dass wir 51 Punkte nach 30 Spielen jetzt auf dem Konto haben. Auch das, glaube ich, haben uns nicht viele zugetraut vor der Saison. Wir haben eine tolle Entwicklung genommen, haben 22 Punkte aus 11 Rückrundenspielen geholt und ja, wie gesagt, völlig verdient dieses Spiel aus meiner Sicht gewonnen. Farah, ich wünsche dir und deiner Truppe alles Gute, dass ihr eure Ziele erreicht, dass ihr möglichst natürlich die Klasse haltet und eine gute Rückreise. Danke. Danke, Daniel. Wir haben beide Trainer gehört.
kurz der Blick ins Weite rund, ob es Fragen gibt. Ja, eine vielleicht, Daniel Scherning. Ihr hattet euch eigentlich ein frühes Tor gewünscht, dann hat es Viktoria Berlin aber doch gut verstanden, euch auch ein bisschen hinzuhalten. Wie nervös ist man dann, dass man sagt, eigentlich spielen wir gut, aber es fehlt so ein bisschen der durchschlagende Erfolg, um den Treffer zu machen, der in der Luft lag? Ja, gut. Ich meine, es ist ja kein Wunschkonzert hier, dass wir uns ein frühes Tor vornehmen. Können Sie nebenan fragen. Die haben sich wahrscheinlich auch ein frühes Tor vorgenommen. Ja, wir sind weiter dran geblieben. Also ich glaube, wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt. Ich war sehr zufrieden in der Pause. Hab die Jungs auch ermuntert, genauso weiterzumachen. Natürlich aufzupassen, immer wach zu sein. Gerade eine gute Konterabsicherung, Restverteidigung zu haben. Aber dass wir dann das Tor nach 30. erzielen, ist genauso gut wie nach 15 Minuten. Dann gibt es keine weiteren Fragen mehr. Dann bedanke ich mich bei beiden Trainern, Farah Toku, Ihnen und Ihrer Mannschaft. Alles Gute für den weiteren Verlauf der Saison. Eine angenehme Heimreise und uns allen zusammen schönes Restwochenende. Vielen Dank. Danke.